herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und heute habe ich ja wieder einen Landsmann bei mir und es ist dies der Marian Zefferer. Marian, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph, schön, dass das so schnell geklappt hat. Genau. Ich freue mich auch, dass das so geklappt hat und weil du bist dann auch ein spezieller Typ, wie viele natürlich, aber du bringst etwas mit, wo ich recht cool finde und zwar, du stehst ein für das Thema Selbstbeeinflussung, also die Psychologie, du bist ja Psychologe, Trainer und Speaker für Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung. Und das Thema Selbstbeeinflussung finde ich jetzt gerade noch spannend und ich denke auch, dass der eine oder andere Hörer das noch recht interessant finden wird. Und ich möchte dir gerne auch die Einstiegsfrage stellen. Und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Schnell, leidenschaftlich und spontan. Ich glaube, das trifft's. Ja, also mein Leben war, also ich habe, vielleicht kennst du den Begriff der Scanner-Persönlichkeit. Das ist ein Mensch, der ganz viel ausprobiert, der ganz viel macht, der ganz wenig abschließt, der meistens nicht so lange dran bleibt. Und so war das bei mir auch. Ich habe wirklich alles angefangen gefühlt. Und ich habe schon ein paar Sachen abgeschlossen, aber es waren wirklich wenige. Und eben hängen geblieben bin ich bei der Psychologie der Selbstbeeinflussung, so betitel ich das Ganze halt. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man lernt unglaublich viel, man ist total lebendig, man macht viel, man probiert viel aus. Der Nachteil ist, viele haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, sie können ja nichts, weil sie nie wirklich richtig gut geworden sind in dem Bereich. Und da habe ich auch lernen müssen, mir Disziplin anzueignen, um dann wirklich dran zu bleiben, um wirklich Dinge abzuschließen, ja, um nicht nur Universalist zu sein, sondern auch wo wirklich ein Spezialist zu sein. Und ja, das war so mein Weg und deswegen bin ich auf die Psychologie der Selbstbeeinflussung gekommen, einfach weil viele Dinge nicht geklappt haben bei mir, weil viele Dinge ich nicht hinbekommen habe und dann war die Idee, okay, wie kann ich mich selber beeinflussen, dass ich die Dinge hinkriege und es war halt erstmal ein Selbststudium und dann halt habe ich anderen Menschen das beigebracht. Okay, spannend. Wenn wir vielleicht dann nochmal zurückgehen, was hast du mal ursprünglich gelernt oder auch studiert? Also das Erste, was ich gelernt habe, war eine HTL für Informatik und BWL. Das heißt, ich wollte unbedingt, also als Kind damals Hacker werden, das war mein großer Traum, mein großes Ziel. Habe da gelernt zu programmieren, habe auch mal in einer Webentwicklungsfirma gearbeitet und es war relativ bald klar, dass ich dann Psychologie studieren werde, weil das eben nicht meins ist. Und während dem Psychologiestudium habe ich auch verschiedene Jobs gehabt. Einmal in der Familienintensivbetreuung, das ist ein sehr, sehr spannender Job. Das heißt, du bist dann von dem Jugendamt eingesetzt in der Familie, arbeitest wirklich in der Familie, also nicht die Familie kommt zu dir, sondern du kommst in die Familie. Das ist natürlich viel spannender, weil du vorziehst, wie es ist. Und auch in verschiedenen anderen Bereichen als Trainer und zum Schluss in der beruflichen Rehabilitation. Das heißt, es sind Menschen, die in der Regel eine Umschulung finanziert bekommen sollen, weil sie in dem Job, den sie gelernt haben, nicht mehr arbeiten können, aus körperlichen Gründen, aus psychischen Gründen, warum auch immer. Und dann ist so die Idee, okay, was ist jetzt noch möglich, wo soll es denn hingehen für den Menschen? Was ist denn so die Orientierung? Also einerseits machen wir Orientierung, aber andererseits natürlich auch schauen wir, was ist realistisch, was ist möglich, auch mit arbeitsmedizinisch. Ja? Es gibt ja manche Menschen, die überschätzen sich eher, manche, die unterschätzen sich eher. Und wir schauen da so in der mittleren Funktion, wo soll es hingehen? Genau, und jetzt schlussendlich bin ich voll selbstständig als Speaker und Trainer. Also Speaker und Trainer, das ist so deine Aufgabe, deine Tätigkeit halt sozusagen, oder? Speaker und Trainer, okay. Und was ist dein Programm genau? Also es gibt zwei Stränge, würde ich sagen. Das erste, womit ich mich selbstständig gemacht habe, waren einfach Rhetorikkurse. Ja, weil ich Leidenschaft hatte fürs Reden, ich habe meinen ersten Rhetorikkurs mit 14 gemacht und dann so jedes Jahr mindestens ein bis in der Regel eher zwei, drei irgendwo besucht und dann relativ bald auch selber welche gegeben. Und das war so mein Einstieg. Ich dachte, okay, das ist es. Und relativ bald kam aber dann auch die Psychologie der Selbstbeeinflussung hinzu und deswegen ist es jetzt eine Mischung. Ja. Ich mache einerseits Rhetorikausbildungen oder halt Seminare und auf der anderen Seite NLP-Ausbildungen, also neurolinguistisches Programmieren. Und beim NLP geht es ganz viel um die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Nicht nur, es geht auch um Coaching, es geht auch um andere Themen, aber auch um die Selbstbeeinflussung. Und das sind so meine zwei Hauptstandbeine, würde ich sagen. Ja. Also NLP und Selbstbeeinflussung und eben das Rhetorische. Okay, wobei NLP eigentlich auch mit dem Rhetorischen zusammenhängt irgendwo, oder?
Natürlich, ja. Wobei immer die Frage ist, was bringst du rein? Also bei einem Einführungskurs Rhetorik mache ich vielleicht, sage ich mal, 10-20% NLP. Ja. Bei einem fortgeschrittenen Kurs, klar, kannst du 80-90% machen, aber das macht man im Einführungskurs ganz, also das kann man machen, das sieht dann total fancy aus und das habe ich auch schon gemacht, nur die Leute können danach nicht das umsetzen, was du ihnen beibringst und das ist dann sinnlos. Dementsprechend mache ich das jetzt anders. Mhm. Man hört ja immer wieder, dass NLP so ein bisschen kritisch betrachtet wird. Ich habe ja letztes Mal auch mit jemandem gesprochen und gesagt, was NLP, das geht ja gar nicht. Da gibt es, glaube ich, so ein bisschen kritische Stimmen. Wie kannst du dem entgegnen, wenn jetzt jemand dir da kritisch entgegenkommt bezüglich NLP? Ja, kommt immer darauf an, was die Person dann sagt. Wenn die Person sagt, es geht ja gar nicht, dann kann man nur zustimmen, ja, NLP hat keine Beine, also es kann nicht gehen, das ist korrekt. Aber wenn es jetzt darum geht, also um die Vorwürfe, vielleicht gehe ich mal wirklich in die Geschichte rein, woher die Vorwürfe kommen. Also in Österreich ist es so, dass NLP mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht wurde durch die Medien. Nicht, weil es so ist, sondern weil es in den Medien, also konkret war es Haider und Co. Und dann, also vorher kannte NLP ja kein Schwein. Also man kannte das in der Führungsebene, man kannte das in, also so Insider kannte das, boah, da gibt's coole Sachen, machen wir das. Das kannte aber eigentlich niemand. Und 2001 war das dann, glaube ich, etwa, oder ja, um 2001, dann war auf NLP auf einmal in den Zeitungen. Das heißt, die Menschen haben das erste Mal NLP gehört und dann war halt, Haider macht es und die Rechten machen es und damit, und nur deswegen, nur weil sie NLP machen, ja, kriegen sie Wählerstimmen. So irgendwie war die Botschaft. Dass das beunruhigend ist, ist klar. Und was man auch sagen muss, neurolinguistisches Programmieren. Ja, das kommt aus den 70ern, 80ern, da waren Computer cool, da war Programmieren cool. So, wenn du aber heute Menschen und Programmieren, das verstehe ich, ja, also ich würde auch viel lieber neurolinguistische Psychologie sagen. Ja, aber leider der Zug ist abgefahren, das Wording steht, du kannst die Leute jetzt auch nicht mehr, das ist einfach zu alt jetzt. Es gab Bestrebungen, das zu verändern, den Namen schon vor vielen Jahren. Und die Erkenntnis war aber, hey, es ist zu spät. Das hätte man früher machen müssen. Wenn du das jetzt machst, das wird sich, also wird ewig dauern, bis ich das durchsetze. Es wird einfach Probleme geben. Und das verstehe ich schon, ja, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich Menschen programmieren kann. Ja, aber das würde bedeuten, ich habe die Macht über ihn. Ja. Auch wenn natürlich es in gewisser Weise stimmt. Wir werden jeden Tag von den Medien programmiert. Brauchst du nur irgendwie eine schlechte Nachricht anschauen. Kann man deine Hormonwerte messen. Man kann dadurch messen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dann mit deinem Partner streitest, höher ist und so weiter. Das kann man halt alles messen. Das heißt, wir werden programmiert, wir werden manipuliert in gewissem Sinne. Aber das Wording passt einfach nicht mehr, weil es so was Maschinelles hat. Und wir arbeiten nur mit Wahrscheinlichkeiten. Ja? Also ich kann nie dich also 100% beeinflussen. Ich kann nur etwas sagen und die Wahrscheinlichkeit dadurch erhöhen, dass du vielleicht mein Angebot annimmst. Aber ich kann dich nicht programmieren im Sinne von, du machst es zu 100%. Und das verstehe ich natürlich, dass das einfach nicht optimal ankommt. Mhm. Okay. Klar. Und was begeistert dich genau an dieser Thematik, also der Rhetorik und dem NLP? NLP begeistert mich die vielfältige Möglichkeit. Du musst dir vorstellen, als NLPler kannst du alles, was du neu lernst, irgendwie in eine einfache Didaktik bringen. Also du kannst wirklich, sag ich mal, jedes Thema, wenn du dich auskennst in dem Thema, sehr einfach, interessant und spannend rüberbringen. Ja, und das ist auch eine Rhetorik des Spannende, wie kann ich ein Thema, was vielleicht trocken ist, in Anführungszeichen, total geil rüberbringen, um damit einfach im breiten Maße einfach Wissen und Bildung zugänglich zu machen. Und das andere bei NLP ist einfach, dass es sehr pragmatisch ist. Ja, ich habe ja auch andere Ausbildungen, ich habe ja auch Ausbildungen zu zum Beispiel themenzentrierte Interaktion, die sind sehr methodenarm, die arbeiten viel mit der Haltung, mit der Persönlichkeitsentwicklung, wer bist du als Mensch, wie bist du als Mensch, was ist deine Haltung, und da gibt es kaum Methoden, ja, da geht es einfach hauptsächlich um Introspektion und diese Dinge. Und bei NLP, da sind wir sehr pragmatisch und haben wirklich Tools, hey, wenn du Ergebnis X erreichen willst, dann mach das und dann erreichst du das. Das ist natürlich sehr anmaßend im ersten Moment, wenn man das nicht kennt. Auf der anderen Seite sehr wirkungsvoll. Und das ist natürlich schon, dass ich sage, boah, ja, also das hat kaum noch eine andere Methode geschafft, so einfach das darzustellen. Ja, es hat den Nachteil dadurch, dass es so einfach ist, dass es auch in Anführungszeichen jeder Vollidiot lernen kann und auch ein Vollidiot das dann nutzen kann. Ja, ist ein Nachteil. Gleichzeitig muss man sagen, es ist dadurch viel leichter, lernbarer und du kommst schneller zu Erfolgen. Kannst du so ein Beispiel vielleicht mal geben im Sinne von, wie kann man etwas gut rüberbringen? Ja, also wie kann man etwas gut vermitteln? Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo du da nennen könntest? Also wir arbeiten viel mit Metaphern. Ja, ich fange zum Beispiel an, wenn ich jetzt ein Thema Geschichten erzählen in der Rhetorik erkläre, dann fange ich jetzt nicht bei irgendwie Theorie Adam und Eva an, sondern ich sage, hey, Geschichten erzählen ist wie Schachspielen. Die Regeln sind echt schnell gelernt, aber um zur Meisterschaft zu kommen, brauchst du viel Zeit. Und
Das ist jetzt eine kleine Geschichte, ja, das ist jetzt auch nicht wow, mega, aber da wird total viel klar, ja, nämlich, dass es simpel ist, wirklich simpel, also innerhalb, ich kann einen Stundenworkshop machen und danach kannst du eine gute Geschichte erzählen, aber je nachdem, wo du hin willst, das dauert lange, ja. Und mit diesen Geschichten arbeiten wir ganz viel, ja, oder auch wenn ich jetzt jemanden was vermitteln will, das muss gar nicht in der Rhetorik sein, wenn ich jetzt jemanden vermitteln will, dass er sich zu viel stresst, dass er zu schnell zu viel will und dadurch nicht dorthin kommt, wo er eigentlich hin will. Ja. Das könnte ich ihm jetzt logisch erklären. Bringt meistens nichts. Oder? Oder ich könnte ihm eine Geschichte erzählen, nur kurz für eine Geschichte Zeit haben, 1-2 Minuten. Geht das? Absolut. Absolut, sehr gut. Also ich erzähle ja gerne die Geschichte von Till Eulenspiegel, den kennst du wahrscheinlich. Und der Till geht von Stadt A nach B, der wandert so gemütlich dahin, wie der Till halt ist. Und neben ihm rast ein Kutscher vorbei und ruft zu ihm, Till, wie lang dauert's bis zur nächsten Stadt? Und der Till ruft ihm zu, wenn du langsam fährst, 2 bis 3 Stunden. Aber wenn du schnell fährst, 4 bis 6 Stunden. Und der Kutscher total irritiert, ja, reitet weiter, kennt sich nicht aus und ja, Till geht weiter seines Weges. Und er geht an vielen Schlaglöchern vorbei und so nach 3 Stunden sieht er auf einmal den Kutscher im Graben liegen. Ah, der Kutscher ist total aggressiv und wütend und will zum Till gehen und will ihn zur Rede stellen. Und Till sagt, Achtung, genau das wollte ich dir sagen. Ja, hier sind viele Schlaglöcher und wenn du schnell fährst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du im Graben liegst, dann wirst du länger brauchen. Jetzt so die Geschichte natürlich. Kommt darauf an, ob du gerade was damit anfangen kannst, aber wenn du gerade in so einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du musst in die Breschen rein, ja, dann ist das eine Möglichkeit, um sofort im Unbewussten wirksam zu werden und so ein Aha-Erlebnis zu haben. Und im NLP ist es halt die, sag ich mal, Standardsprache, in Geschichten zu lehren und zu denken und das zu vermitteln. Und das, glaube ich, ist so der Geist des NLPs, der wirklich viel möglich macht. Ja, der auch im positiven Sinne in der Friedensarbeit und vielen Dingen viel möglich machen kann. Mhm. Sehr, sehr schön. Na, ich kenne die Geschichte gut, ich erzähle dir auch ab und zu. Mhm. Und ich finde die Thematik dahinter fantastisch und finde ich es auch interessant, dass du genau das Beispiel gebracht hast. Das finde ich super, weil man kann das sehr oft auch einsetzen. Die Leute oftmals auch wirklich so gestresst sind und das Gefühl haben, schnell, schnell, schnell. Aber eben, wenn man dann ein bisschen eben langsamer fahren würde, dann würde man die Schlaglöcher entsprechend beachten können und wäre dann im Endeffekt viel schneller. Ja. Ja. Super. Ja, sehr schönes Beispiel. Vielen Dank dafür. Jetzt, wie sieht jetzt genau dein Angebot aus? Was bietest du genau an? Also wer kann dann auch profitieren von dir vielleicht? Ja. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, wenn jemand eine NLP-Ausbildung machen will, dann kann er die buchen. Ja. Oder ein Rhetorik-Seminar, sind einfach im Internet, kann man sich anmelden. Das andere, was ich natürlich habe, ist der Podcast und Webinare. Das ist auch für Menschen, die nicht die Zeit haben, nicht die Energie haben, nicht die Muße, die können sich einfach online weiterbilden. Der Podcast ist genauso wie die Webinare kostenfrei, das heißt, da kann man einfach mal reinschauen und so ein Webinar dauert eine Stunde. Ich rede da genauso schnell wie jetzt, also ich mache da auch viel Input, da sind auch viele Geschichten drin, also auch kann man das Wissen ein bisschen verdichten. Und die sind auch natürlich im Bereich NLP, Selbstcoaching. Ich habe natürlich auch eine CD entwickelt, also so eine Selbstcoaching-CD mit der Idee, in 14 Kapiteln, mit 14 Methoden einfach das eigene Leben selbst zu beeinflussen. Gibt es auch auf Amazon. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, ja, wie man sozusagen Kontakt mit mir treten kann oder das Angebot nutzen kann. Und da kommt es ganz drauf an. Also manche, glaube ich, ist auch der Podcast mit, ich glaube, 115 Folgen ungefähr, das ist schon viel Material. Also wenn man das nicht nur hört, sondern studiert, ja, und das ist wirklich sehr verdichtetes Wissen, großteils, dann kann man da auch echt lange dran sitzen. Ja, also das ist schon ein kleines Studium, was man da machen kann. Cool. Und wie heißt der Podcast? Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Okay. Mhm. Ich werde das sowieso verlinken natürlich entsprechend, das ist schon klar. Mhm. Sehr, sehr gut. Super. Sehr schön. Und wer sind so deine bevorzugten Zuhörer? Wer ist so dein Idealkunde? Es sind Menschen, also Offenheit ist mir wahnsinnig wichtig. Ne? Also das ist auch einer der wenigen Werte, wo ich wirklich sage, wow, die lebe ich voll und ganz. Ja? Also zum Beispiel bei so einem Wert Liebe, da finde ich, boah, ist immer schwierig, weil das ist immer so Anspruch. Aber Offenheit habe ich wirklich das Gefühl, ich habe das schon erlebt, ich habe mal mit Christen geredet und die hatten so eine ganz spezifische Meinung und bei mir hat sich so der Magen verknotet. Und ich habe das gemerkt und dachte, ah, spannend, da ist viel der Offenheit von mir, weil ich kenne die Leute nicht, ich kenne den Inhalt nicht, die reden über Dinge, wo ich keine Ahnung habe, weil ich habe die Bibel nicht von vorne bis hinten gelesen und bin offen und lange auch noch im Gespräch geblieben, einfach weil es ein Wert von mir ist, ja, und trotz, dass diese Gefühle dann da sind. Das heißt, Menschen, die bereit sind, wirklich Neues zu wagen, die offen sind natürlich auch für Persönlichkeitsentwicklung.
Und da kommt das steinerne Schwert, dass man, wenn du wirklich sagst, Lieblingskunden, nicht nur die Kunden, die ich habe, sondern ich sage, die würde ich bevorzugen. Das sind natürlich schon die, die Disziplin haben, die das umsetzen, die wirklich mehr wollen, die dann viel machen. Ja. Davon habe ich sehr viele, aber es gibt natürlich auch Leute, die ja gerne den Podcast konsumieren und gar nicht so viel davon umsetzen, obwohl das der Fokus auch in dem Podcast ist oder im Training, im Seminar. Und das ist natürlich das Schöne, wenn man dann sieht und erlebt, wie Menschen so eine Intention nur irgendwie hören und das dann immer und immer wieder ausprobieren. Da hatte ich schon ein paar Leute. Kürzlich habe mir einer mal geschrieben, der hat ein Ziel gehabt, das wollte er in 10 Jahren erreichen, hat dann meinen Podcast gehört und hat dann gedacht, naja, jetzt probiere ich das in einem halben Jahr, das zu erreichen, und hat es dann auch geschafft. Ja, das ist natürlich wahnsinnig schön, ohne jegliches Zutun, da hatte ich nur den Podcast gehört, er hat nachher dann ein Coaching bei mir gebucht, weil er dann Stress hatte, er dachte, okay, das ist der neue Job, der ist ja so fordernd, das ist ja, jetzt ist er genommen worden, aber er hatte noch nicht das Gefühl, dass er bereit ist, und da hat er dann ein Einzeltraining gebucht, aber das andere hat er so geschafft einfach, und das ist natürlich schön. Und das war aber jemand, der war wirklich, also der hat die Methoden verstoffwechselt. Ja. Super. Mhm. Sehr, sehr schön. Jetzt, was würdest du so sagen, wenn das jetzt jemand hört, was zeichnet dich jetzt so besonders aus als Trainer und von mir aus auch Speaker? Dass ich so schnell rede, dass man mich nicht mehr versteht. Das zeichnet dich aus. Da muss man schneller zuhören sozusagen. Ja, genau, da muss man schneller zuhören. Nee, also ich glaube, das eine ist, die Lebendigkeit, die Spontanität, das zieht viele an. Das ist ja für mich immer ganz normal. Das ist für mich ja komisch, wenn du sagst, du bist so lebendig und so. Und ich, ja, wie sonst? Also wie kann man unlebendig trainieren? Das ist gar nicht vorstellbar. Ja? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ich habe Psychologie studiert, ich habe den wissenschaftlichen Background. Das ist auch viel Thema. Das heißt, ich glaube, fast sämtliche Zielgruppen, das heißt, angefangen mit 5-6-Jährigen bis 65-Jährigen, das ist ungefähr die Spannbreite, Menschen mit intellektuellen Defiziten, ganz normal durchschnittliche Menschen und Akademikern, also Führungskräfte wie normale Angestellte, also ich habe wirklich, glaube ich, so ziemlich alle Zielgruppen, die es gibt, durch, mit psychischen Erkrankungen, ohne und so weiter, und da habe ich doch eine sehr hohe Bandbreite, wo ich kommunizieren kann. Also ich glaube, ich kann ein und dasselbe Thema für ziemlich so jede Zielgruppe zurechtschneiden, ja, wobei für mich ganz klar ist, ich arbeite nur noch mit Erwachsenen. Ja, ich finde das mit Kindern, Jugendlichen spannend, aber meine Stärke sind ganz klar die Erwachsenen. Und da auch die Lebensrealität des Menschen, der zu mir kommt, zu spiegeln. Also ich mache nicht NLP, wie NLP ist, sondern NLP, wie sich dann halt auch für die Zielgruppe eignet. Ja, weil NLP ist zum Beispiel, kannst du überall einsetzen, ja, beruflich, privat, wo auch immer. Und die Frage ist natürlich, wo willst du es nutzen? Und da brauchst du natürlich dann auch Know-how in den verschiedensten Bereichen. Und da brauchst du eben, so wie für mich, eine Scanner-Persönlichkeit, die halt überall auch schon mal reingeschnuppert hat, die das nicht im Buch gelesen hat, aha, so ist eine Führungskraft oder so ist dieses und jenes, sondern jemand, der auch Erfahrungen dazu hat und nicht einfach nur Ideen dazu hat. Okay, super. Aber das heißt auch, dass du im ganzen deutschsprachigen Raum bist. Das heißt, es muss nicht jetzt irgendwo da in Österreich. Genau. Wo bist du eigentlich genau? Bist du in welchem Bundesland? Also ich lebe in Klagenfurt. Der Hauptpunkt in Österreich ist jetzt Wien. Ja, wird sich verlegen auf Wien. Da werden wir jetzt bald Ausbildungen anbieten. Und der Wirkungsraum geht von Berlin bis über München zu Klagenfurt. Jetzt eigentlich mache ich kaum noch was, ja, also das selten. Die Einzeltrainings gehen auch nur online, also über Zoom. Ich biete es nicht vor Ort an. Ich habe auch schon Klagenfurter gehabt, die das aber dann auch online machen. Das ist einfach eine zeitliche Frage, ja, also für mich einfach eine Stunde viel billiger zu kalkulieren als eine Stunde, wo das rundherum mit und so weiter, das ist einfach einiges aufwendiger, da müsste ich auch wieder noch mehr verlangen. Und das heißt, das ist einfach online, und das andere ist Berlin bis Wien ungefähr, ja. Mhm. Aber das heißt, im Prinzip könnte ich jetzt jemand, wenn jetzt jemand aus der Schweiz sich dafür interessiert, eigentlich bei dir auch, klar, genau. Online spielt ja dann keine Rolle, wo man dann nicht letztlich. Genau. Okay. Ja. Super. Das erste Seminar in Wien hatte 50% Schweizer Anteil, oder 40-30%. Ja, es waren viele Schweizer da. Ja. Mhm. Super. Besten Dank mal dafür. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich als Person. Und zwar, würdest du sagen, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ja und nein. Also ich kann jeden Tag das machen, was ich am besten kann, am liebsten mache, aber natürlich selbst beim Training und Seminare geben. Ja, da gibt's Seminar geben, das ist geil, da brauchen wir nicht reden. Du bist ja auch in dem Bereich als Speaker, das ist einfach schön, das sind die Lorbeeren. So, davor gibt es eine Vorbereitungsphase. Da gibt es Zeiten, das ist auch geil, ja, neue Studien sich anzuschauen, Erkenntnisse zu geben, mit anderen Leuten reden, boah, so könnte man das auch
machen. Und dann gibt es auch den Part, und das ist immer die Frage, wie steht man dazu, wo man halt bestimmte Dinge einmal, zweimal, zehnmal, 20, 30, 40, 50 Mal übt. Die ersten paar Mal ist vielleicht noch nett, aber so beim 20. Mal denkt man sich manchmal, boah, irgendwie. Also da gibt es ganz normal die Phasen, und ich glaube, es ist bei jedem guten Unternehmer, bei jedem Selbstständigen, der erfolgreich ist, es gibt einfach auch die Phasen, wo du sagst, da musst du jetzt durch. Ja. Also gut, mein anderer sagt, okay, mein Gott, 20 Mal reicht, ich höre jetzt auf. Ich glaube, das Niveau, wo ich aber hin will, das erreiche ich da nicht, ja, ganz klar. Weil ich da nicht das Talent habe, das geht von selbst. Einfach Disziplin. Also die Phasen gibt es, die gab es auch schon immer. Ich glaube auch nicht, dass sich das vollkommen, also die Birkenbiel, Werner Birkenbiel, wenn du die kennst, die hat auch gesagt, dass 20% ihrer Zeit einfach Arbeit ist. Und mit Arbeit meinte sie Dinge, die sie nicht machen, wie zum Beispiel, kommt immer drauf an, ja, also da hatte sie, zum Zeitpunkt hatte sie schon eine Möglichkeit, aber auch so Dinge wie, wenn du ein Buch schreibst, hinten das, die ganzen Dinge, die du zitierst, eintragen, ja, ist einfach Arbeit, ist einfach langweilig, ja, ist jetzt nicht so, oh yeah, jetzt darf ich die, sondern nee, das musst du einfach machen. Und den Prozentsatz könnte ich jetzt gar nicht sagen momentan, er ist relativ niedrig, aber der existiert. Okay, ja, wenn er niedrig ist, ist es gut. Super. Ja. Jetzt auch eine kleine philosophische Frage. Und zwar, der Steve Jobs hat ja schon gesagt, find your purpose. Und viele sagen auch, finde dein Warum. Oder man sagt auch zum Teil, dein Wofür. Was ist so deine Berufung oder deine Bestimmung? Was würdest du da sagen? Es gibt da zwei Punkte. Das eine ist, aufgrund meiner Geschichte, ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Ich habe da so eine Idee, ich habe das schon mal im Workshop, wo ich gebucht wurde, erwähnt. Ich habe so die Idee, irgendwann bucht mich mal jemand genau für sowas. Also es wird eher eine Universität sein als irgendein anderer. Und zwar Gruppen, die nicht zusammenpassen, zusammenzubringen. Das heißt jetzt konkret Opfer und Täter, Rechtsextremisten und Linksextremisten oder Rechtsextremisten und Ausländer oder wie auch immer. Also Gruppen, die nicht zusammenpassen, die sich nicht mögen, und zwar nicht auf so einer oberflächlichen Ebene, sondern auf einer tiefen Ebene. Und da die Klärung und Heilung zu bewirken, dass die sich in die Augen schauen können, sich anschauen können, miteinander reden können, vielleicht sogar noch mehr. Ich glaube, da ist Potenzial nach oben offen. Das ist eine große Vision dafür, und ein Punkt dafür ist halt, das eigene Potenzial zu entfalten. Also dieses Selbstcoaching, diese Selbstbeeinflussung, die bräuchten wir ja nicht, wenn jeder von uns das volle Potenzial leben würde. Weil wozu musst du dich selbst beeinflussen, wenn du dein Ding lebst und alles, also brauchst du nicht. Das brauchen wir deswegen, weil viel Shit in jeder Biografie passiert ist, das irgendwie aufgearbeitet werden muss, das irgendwie verarbeitet werden muss und da auch viele kognitive Probleme entstehen. Jetzt ist aber mein Schwerpunkt nicht GFK, sondern ich setze halt einen Tick tiefer an und sage, okay, mir geht es mal um die Persönlichkeit, die zu entwickeln, damit das entstehen kann. Also meine Hoffnung ist, dass natürlich jemand, der eine NLP-Ausbildung bei mir macht, auch seine Landkarte wirklich erweitert. Ja? Und nicht, dass er sagt, was ja oft so ein Thema ist, boah, die Tiefenpsychologen sind komisch, oder die Tiefenpsychologen sagen, boah, die NLP, das ist ja nicht. Also so diese Schwarz-Weiß-Denken wirklich aufzugeben, und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Sehr schön. Wow, cool. Danke. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Gibt es etwas, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen und zurückgehen so zum 20-jährigen Marian, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hätte ich ihm noch gerne mitgegeben? Oh ja, da gäbe es viel. Ich kann nur eines sagen, okay. Also der 20-Jährige, ich beschreibe dir den ganz kurz. Das war ein fauler, verwöhnter, junger Bengel. Ja? Also ist jetzt, um es mal schön zu formulieren. Meine Disziplin war nicht vorhanden. Meine Arbeit, also ich habe bis dahin, ich sage mal, alles geschenkt bekommen. Ich habe nie lernen müssen für die Schule oder für das Studium. Es ist immer relativ leicht gefallen. Ja? Mit 20 habe ich studiert und aus heutiger Sicht wäre es sinnvoll gewesen, neben dem Studium, was mir sehr leicht gefallen ist, einfach mein Business aufzubauen. Das habe ich auch gemacht, aber mit so einer damals klassischen Marian-Haltung, so, ja, nebenbei ein bisschen. Und das hat halt nicht funktioniert. Also schon, aber halt so langsam, da waren keine Früchte nach dem Studium, keine großartigen. Und das würde ich heute anders machen. Ja. Also heute würde ich tatsächlich, wenn du die Fähigkeit hast, dass dir das Studium nebenbei leicht fällt, einfach wirklich da diszipliniert dran zu arbeiten, an den eigenen Programmen, an den eigenen Dingen, und nicht nur so ein bisschen. Und wenn es gerade keine Lust macht, dann hört man wieder auf. Also da, okay, stimmt, damals habe ich wirklich nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Ja. Hat aber nicht zum Ziel geführt. Also würde ich auch niemandem empfehlen. Super, vielen Dank für die super ehrliche Antwort. Jetzt gibt es auch irgendwelche Programme oder Internetressourcen, wo du sagst, die begeistern mich und die helfen mir auch heute, meinen aktuellen Job gut zu machen, wo du empfehlen kannst?
Also es gibt meistens ja das Buch, was man gerade liest, das Beste, ja, das ist immer gerade dann schwierig. Ist immer die Frage, in welchem Bereich man tätig ist. Also wenn es jetzt Psychologie geht, auch um Fremdbeeinflussung oder so, ist ja die, habe ich da gerade, ich sage gerade liegen habe, weil ich es gerade das zweite oder dritte Mal lese, die Psychologie des Überzeugens, Cialdini, ja, Robert Cialdini, wenn ich das ausspreche, finde ich ein super Standardwerk. Wenn Also meinst du mit Programmen ja auch? Also Bücher und so hast du? Und nein, das wäre die zweite Frage. Ah, gewesen, nach den Büchern. Oh. Aber ist okay, das ist kein Problem. Wir können jetzt Zeit die Bücher voraus. Machen und danach das Programm. Kein Problem. Psychologie okay, ist überzeugt. Ist gut. Mit den Büchern. Mich hat begeistert, ja, Ein neues Leben in 7 Tagen von Paul McKenna. Ich erwähne es auch in meinem Podcast, warum. Ich will die Geschichte jetzt gleich aufmachen. Ich finde, das ist ein super Buch, wenn es um Thema Selbstbeeinflussung geht. Es hat nicht die philosophische Tiefe, aber es hat 7 Tage lang jeden Tag mehrere praxisorientierte Tools, die man sofort ausprobieren kann, um sich selbst zu beeinflussen. Ja, wenn man das nicht weiter diszipliniert macht, ist der Effekt marginal. Ja, nach einer Woche fühlt man sich wie ein Held, wenn man das Programm wirklich durchmacht. Ich fand das damals ein super Einstieg. Ja, also wenn ich jetzt bei den Büchern kurz bleiben darf. Aber bei mir ist es tatsächlich zu schnell gegangen. Wie hieß das nochmal genau? Ein neues Leben in 7 Tagen. Ah, okay. Von Paul McKenna. Mhm. Ein Amerikaner, also Engländer, der NLP-Lehrtrainer ist. Und dann, also finde ich schon Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, wenn man das mehr, also ich fand ja das zweite Mal lesen, viel, also das erste Mal lesen war ich so auf dieser kommunikativen Ebene, das beim zweiten Mal lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt mitbekommen, was der auf dieser Werte-Ebene, auf dieser Persönlichkeit, dass der da alles mitteilt, das war ja der Hammer, ja. Das habe ich beim ersten Mal lesen tatsächlich nicht gelesen. Erst beim zweiten Mal, ich habe es 3 Mal gelesen in etwa. Und da muss ich sagen, wow, ja, also das ist wirklich, da ist alles drin. Philosophie, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, sehr empfehlenswert. Super. Okay, dann haben wir die 3 Bücher. Ja. Und gibt es auch noch Programme oder Internetressourcen, wo du sagst, die finde ich auch noch spannend in der täglichen Arbeit? Oder und ja, und kann auch die noch gut weiterempfehlen. Also wenn Erfolg und Geld ein Thema ist, ich habe ein Programm, da gibt es viele, jetzt muss jetzt nicht das, ich habe halt das, das heißt Expense Manager. Ich finde das super praktisch, weil ich immer, wenn ich was ausgebe, das sofort im Handy, gebe ich 5 Euro ein, dass das Tag schon richtig und so weiter und die Kategorie und tracke dadurch wirklich auf den Cent genau alle meine Ausgaben in allen Kategorien und ich finde das halt super. Ich stehe halt auch auf Grafiken und auf ganz klar. Also wenn Erfolg, Reichtum wichtig ist, dann braucht es irgend so ein Programm und ich finde ein Handyform-App ist das schnellste, einfachste, weil ich mir dadurch das monatliche Eintragen erspare irgendwie, sondern das einfach sofort erledigt ist und dadurch eigentlich keine Zeit braucht. Ja, also super zeitsparend und gleichzeitig habe ich alles, was ich haben will, nämlich wirklich genau, hey, wo sind meine Ausgaben? Ja, und wie hoch sind die und in welchem Bereich und so weiter. Auch wenn man sieht, was einem wichtig ist. Ja, bei mir ist zum Beispiel die Ausgabe Bildung, die ist nach wie vor, obwohl ich schon seit Jahren versuche, da weniger zu investieren, sehr hoch. Ja, also da sind einfach viele Ausgaben für Bücher und Seminare. Und man sieht auch, was einem wichtig ist. Ja, also auch für die Persönlichkeitsentwicklung, es muss nicht nur fürs Sparen sein, sehr, sehr empfehlenswert. Also Expense Manager heißt er. Expense Manager, genau. Ja, ansonsten, ich stehe auf Smartphone ausschalten, Computer ausschalten, in der Natur sein. Ich tue mir gerade echt schwer, weitere Internetressourcen zu finden. Auch das ist gut. Auch das ist ein guter Hinweis. Ach so, ja, die Funktion, die Push-Benachrichtigungen ausschalten. Aber wie ich das gecheckt habe, auch bei den ganzen E-Mail-Programmen, ja, also das war, ich kann mich noch an die Zeit dunkel vorher erinnern. Da war immer so das Gefühl, man wird gebraucht und da war auch ein höheres Spannungslevel, obwohl auch Spam, also alles, das auszuschalten, ist zwar keine Internetressource, aber das ist, glaube ich, das Beste, was man im digitalen Zeitalter machen kann. Perfekt. Das ist, wie nennt man das, digitales Detox oder sowas? Genau, Digital Detox, ja. Digital Detox, genau, super. Marian, super, jetzt da sind wir schon fast am Ende. Jetzt, wenn jetzt jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte und sagt, Mensch, ich will jetzt vielleicht gerne mal ein bisschen mehr hören von Marian Zefferer, wie nimmt man am einfachsten Kontakt zu dir auf? Also entweder per E-Mail, es kann man direkt mir schreiben, es gibt im Internet info@marianzefferer.at, ja, also mein Name Marian ist Maria mit N und Zefferer ist auch ein bisschen schwieriger zu schreiben, mit Zeppelin Z und Doppel F, Zefferer. So heißt aber auch meine Webseite, marianzefferer.at.
Und da findet man auch alle Kontaktmöglichkeiten. Ja, ich bin auch auf Xing und auf Facebook und allen anderen möglichen Kanälen, die es da so gibt. Auf Empfehlung von dir auch LinkedIn seit gestern. Ja. Ah, deswegen. Okay. Genau, ja, ich bin seit gestern dort, also da gibt es mich jetzt auch. Und ja, so kann man Kontakt aufnehmen. Du bist erst ganz kürzlich zu LinkedIn gekommen. Also, okay, dann haben wir Xing, LinkedIn, Facebook und Twitter. Nee, so, Twitter bin ich tatsächlich nicht. Ah, Twitter noch nicht. Ah, dann habe ich das. Nee, da hast du nicht so gute Werbung gemacht, dass ich sage, oh ja, das brauche ich jetzt unbedingt. Bei LinkedIn hast du so beworben, dass okay, ich muss das jetzt machen. Und nein, ja, muss man nicht, aber ich finde jetzt da, ja. Ja, jetzt redest du es wieder schön. Ja, Es ist, ich hab jetzt eben auch gesehen, wir sind da noch nicht verbunden, aber das sollten wir jetzt bald, sollten wir in Kürze dann auch sein. Super. Wunderbar, Mario, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und wir sehen uns bald wieder, sicher. Ich habe mich sehr gefreut, lieber Christoph. War ein sehr kurzweiliges Gespräch und auf bald. Ich freue mich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.